Dativ. Manche Verben stehen immer mit Dativ, zum Beispiel gefallen, gut gehen, schlecht gehen, helfen, wehtun, schaden und wie geht's. Diese Verben nehmen immer Dativ. Dativ maskulin, dem, neutral, dem, feminin, der, plural, den, plus n. Unbestimmte Artikel, maskulin, einem, neutral, einem, feminin, einer, plural, es gibt hier keine Plural. Negation, maskulin, keinem, neutral, keinem, feminin, keiner, plural, keinen, plus n. Possessivpronomen, maskulin, meinem oder deinem, neutral, meinem und deinem, feminin, meiner, deiner, plural, meinen, deinen, plus n. Die Beispiele hier, der Kopf tut dem Mann weh. Es gibt hier ein Verb, weh tun. Diese Verb nehmen Dativ, dem Mann im Dativ. Mann ist maskulin und maskulin im Dativ, dem. Der Frau tut der Hals weh. Es gibt hier das Verb weh tun, das nimmt Dativ. Der Artikel von Frau, die, und in Dativ der. Der Frau tut der Hals weh. Der Kopf hier ist Singular, so nimmt tut. Und der Hals hier ist auch Singular, nimmt tut. Aber hier die Zähne ist hier Plural, nehmen tun. Die Zähne tun dem Kind weh. Weh tun ist ein Verb, das nimmt Dativ. Der Artikel von Kind hier ist das, im Dativ dem. Den Zwillingen tut der Bauch weh. Den Zwillingen tut der Bauch weh. Es gibt hier weh tun, das nimmt Dativ. Zwillingen, der Artikel von Zwillingen ist Plural und in Dativ den. Und tut hier, weil der Bauch hier ist Singular. Und dann, wir haben hier Personalpronomen im Dativ. Ich, mir, du, dir, maskulin, ihm, neutral, ihm auch, feminin, ihr, plural, ihnen. Zum Beispiel, wie geht's deinem Vater? Wie geht's nimmt Dativ. Der Artikel von Vater hier ist der, so im Dativ dem. Wie geht's deinem Vater? Ihm geht es nicht so gut. Warum hier ihm? Weil Personalpronomen im Dativ der ihm. Ihm geht es nicht so gut. Nummer zwei, wie geht's deiner Oma? Oma ist hier feminin und wie geht's neben Dativ? So der Artikel von Oma ist die und in Dativ der. Wie geht's deiner Oma? Es geht ihr gut. Es geht neben Dativ und Personalpronomen in Dativ, die, ihr. Es geht ihr gut. Wie geht's deinen Eltern? Wie geht's hier nimmt Dativ auch. Der Artikel von Eltern, die Plural. So im Dativ den, deinen Eltern. Ihnen geht es sehr gut. Es geht hier nimmt Dativ, Personalpronomen in Dativ, die Plural, ihnen. Ihnen geht es sehr
gut. Und wir fragen über die Sachen mit was und über die Personen mit wem im Dativ. Wie geht's deinem Bruder? Woher deinem Bruder? Wie geht's nimmt Dativ? Der Artikel von Bruder ist maskulin, so maskulin im Nominativ und Dativ ist dem, deinem Bruder. Nummer 2. Wie geht's deiner Freundin? Freundin ist feminin. Und wie geht das Verb wie geht's nimmt Dativ? So der Artikel die im Dativ der, deiner Freundin. Nummer 3. Wie geht's deinen Eltern? Warum hier deinen Eltern? Eltern ist hier Plural. Und Plural im Dativ den plus n, deinen Eltern. Wir haben hier die Übung. Wie geht's Direktorin? Wie geht's der Direktorin? Direktorin ist hier feminin, so im Dativ der. Und hier, ihr geht es sehr gut, geht es hier Dativ, so die im Dativ ihr. Wie geht's der Sekretärin? Warum hier der Sekretärin? Sekretärin ist hier feminin, so im Dativ der. Und ihr geht es sehr gut. Nummer 3. Wie geht's dem Deutschlehrer? Warum hier dem? Deutschlehrer ist maskulin und im Dativ ist dem. Und ihm geht es sehr gut. Warum hier ihm? Personalpronomen im Dativ. Der, ihm. Wie geht's dem Kind? Warum hier ist dem? Der Artikel von Kind ist das. So das im Dativ dem. Ihm geht es sehr gut. Warum hier ihm? Das im Dativ, Personalpronomen im Dativ, ihm. Ihm geht es sehr gut. Wie geht's den Zwillingen? Warum hier den? Zwillingen ist hier Plural. In Dativ den plus n. Ihnen geht es sehr gut. Warum hier Ihnen? Personalpronomen in Dativ, die Plural Ihnen. Wie geht's der Oma? Warum hier der? Oma ist die, in Dativ der. Ihr geht es sehr gut. Warum hier ihr? Geht es nimmt Dativ, Personalpronomen in Dativ, die ihr. Wie geht es den Schülern? Schülern ist hier Plural. So, die Plural in Dativ, den plus n. Ihnen geht es sehr gut. Ihnen ist hier Personalpronomen in Dativ, die Plural in Dativ. Wie geht es dem Opa? Warum ist hier dem? Opa ist der und in Dativ dem. Ihm geht es sehr gut. Warum hier ihr? Personalpronomen im Dativ. Der wird ihm. Ihm geht es sehr gut. Wir haben hier eine andere Übung. Nummer 1. Wem tut der Kopf weh? Warum hier wem? Wir fragen über die Personen im Dativ mit wem. Und warum hier tut?
weil die Körperteile Singular hier ist. Deiner Mutter, warum hier deiner? Deiner, weil Mutter feminin ist und in Dativ der, deiner Mutter. Ja, ihr tut der Kopf weh. Warum hier ihr? Personalpronomen von feminin in Dativ. Nummer 2. Wem tut der Hals weh? Warum hier tut? Weil der Körperteile hier ist Singular. Deinem Onkel? Ja, ihm tut der Hals weh. Nummer 3. Wem tut das Bein weh? Deinem Bruder, deine Bruder ist hier, der und in Dativ dem, deinem Bruder, ja, ihm tut das Bein weh. Warum hier ihm? Weil Personalpronomen von maskulin in Dativ, ihm. Nummer 4. Wem tun die Zähne weh? Warum hier tun? Denn die Zähne hier ist Plural, die Zähne, Plural hier. Deinem Freunden, Freunden ist hier Plural, im Dativ den plus N. Deinen Freunden, ja, ihnen tun die Zähne weh. Nummer 5. Wem tut der Bauch weh? Deiner Tante, Tante ist hier feminin und in Dativ der, deiner Tante, ja, ihr tut der Bauch weh. Nummer 6. Wem tun die Füße weh? Die Füße ist hier Plural, so benutzen wir tun. Deinen Eltern, ja, ihnen tun die Füße weh. Nummer 7. Wem tut der Rücken weh? Deinem Opa, ja, ihm tut der Rücken weh. Nummer 8. Wem tun die Ohren weh? Die Ohren sind hier Plural, so benutzen wir nutzen, benutzen wir tun. Deiner Schwester, ja, ihr tun die Ohren weh. Wir können sagen, der Bauch tut mir weh oder ich habe Bauchschmerzen. Ich, hier Subjekt plus Verb haben plus Körperteil plus Schmerzen. Mein Hals tut mir weh. Oder wir können sagen, ich habe Halsschmerzen. Mein Kopf tut mir weh. Oder ich habe Kopfschmerzen. Wir haben hier eine Übung. Nummer 1, ich habe Bauchschmerzen. Oder wir können sagen, mir tut der Bauch weh. Nummer 2. Ich habe Halsschmerzen. Oder wir können sagen, mir tut der Hals weh. Die Körperteile ist hier Singular, so benutzen wir tut. Aber Nummer 3. Ich habe Zahnschmerzen. Mir tun die Zähne weh. Warum hier tun? Die Körperteil ist hier Plural. So nehmen wir tun. Nummer 4. Ich habe Rückenschmerzen. Mir tut der Rücken weh. Nummer 5. Ich habe Ohrenschmerzen. Mir tun die Ohren weh. Nummer 6. Ich habe Kopfschmerzen. Mir tut der Kopf weh. Und wir haben hier Fragewort wem. Mit wem
Fragewort fragst du nach dem Nomen im Dativ. Wir fragen nach die Person. Wem tut der Kopf weh? Dem Vater von Steffi. Oder wir können sagen, wer hat Kopfschmerzen? Der Vater von Steffi. Und jetzt kommen wir zum Ende unserer Stunde. Lasst ihr euch gut lernen und bis nächstes Mal. Tschüss!